Da ist noch was. Ich bin Erster. Wir sammeln Müll. Und besuchen Robben, die unter der Verschmutzung der Meere extrem zu leiden haben. Ich würde die Ärmel ein bisschen hochschieben, damit du nicht fischstinkig hier rauskommst. Das Tierschutzteam besucht eine Robbenauffangstation und ist dabei, wenn zwei gerettete Seehunde zurück in die Freiheit dürfen. Jetzt ist der Moment gekommen und es ist so ein toller Moment für mich. Und natürlich zeigen wir wieder unsere krassen Bastelskills. Wir sind heute in einer Robbenauffangstation, also wird es super süß. Und wir zeigen euch, wie ihr helfen könnt, die Meere sauberer zu halten. Aber natürlich basteln wir heute auch etwas für die Tiere. Nämlich aus diesem Brett. Aber die Frage ist, was basteln wir denn für die? Entweder A, eine Wippe für Seehunde, B, ein Floß für Robben oder C, eine rote Blume? Eine rote Blume? Was das bedeutet, kriegen wir sicher auch noch raus. In der Seehundstation Friedrichskoog landen elternlose Seehunde und Kegelrobben, die im Meer nicht überlebt hätten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun alles dafür, dass die Tiere groß und stark werden. 250 Robben ziehen hier im Jahr ein und werden im Schnitt 2 bis 3 Monate in der Station aufgepäppelt. 95% davon schaffen es und dürfen danach wieder in die Freiheit. Vorgestellt werden uns die Robben von Stationsleiterin Tanja. Die ist ja dick. Guck mal. Das ist Juris, unsere Kegelrobbe. Ui. Und hier haben wir unsere beiden Seehundherren. Das ist zum einen der Hein. Der ist 1997 hier in der Seehundstation geboren worden. Und mit im Becken wohnt noch Snorre. Die beiden haben nie gelernt, in der freien Natur klarzukommen und würden dort leider nicht überleben. Deswegen verbringen die beiden also ihr ganzes Leben hier. Und Hein ist damit 24 eben inzwischen auch schon ein Senior und hat da schon ein ganz stolzes Alter erreicht. Und die wollen wir uns jetzt einmal näher angucken. Dazu nutzen wir Stangen mit Symbolen dran. Das sind die sogenannten Targets. Da hat jedes Tier ein eigenes Symbol. Und diese Formen können die Tiere von anderen unterscheiden. Und deswegen kann man sie also auch damit positionieren. Ja. Target. Hein. Hein hat das Dreieck. Gut. So ist prima. Hein ist ja schon ein bisschen älter und guckt nicht mehr so richtig gut. Deswegen klopfe ich dann für ihn mit und rufe seinen Namen. Als Belohnung gibt's Fisch. Hein, Target. Dann folgt der Pfiff. Er hat das richtig gemacht. Und als Belohnung gibt's das Stück Fisch. Das ist das Grundprinzip erstmal, damit wir mit ihnen arbeiten können. Bei meiner Katze benutze ich ja auch so einen Targetstab, damit denen nicht langweilig wird. Ist das bei den Seehunden genauso? Das ist hier eine Mischung. Zum einen möchten wir natürlich den Gesundheitszustand hier jeden Tag überprüfen können. Und sie müssen ja nicht wie draußen selber für ihre Nahrung sorgen und haben sehr viel Zeit über den Tag auch ansonsten. Sodass es eine Mischung aus medizinischen Untersuchungen und eben auch Beschäftigungstraining ist. Hein, Flosse. So, und Target. Dann könnt ihr sehen, 5 Finger, genau wie bei uns. Die Krallen sind bei uns die Fingernägel. Snorre macht mit. Dazwischen sind kleine Schwimmhäute. Das ist alles in Ordnung, da ist nichts eingerissen. Dann drehe ich die einmal um. Auch da zu erkennen, eben, ne, das sind richtige Krallen. Auch damit können die sich halt festhalten, können die Beute zerreißen, können sich an Felsen, wenn sie hochrobben müssen, mit abstützen. Und die Vorderflossen sind daher sehr wichtig für die Tiere und werden jeden Tag mit kontrolliert. Das hat er gut gemacht. Target dabei. Und dann gibt es wieder ein Stück Fisch. Und wie mobil und wendig die so sein können, das gucken wir uns bei Snorre an. Der ist ja noch so ein richtiger kleiner Spaßvogel. Das kann man wohl sagen. Sieht hier richtig aus dem Wasser raus. Wahrscheinlich freut er sich schon auf den leckeren Hering. Wir haben ja noch ein bisschen was übergelassen. Der Abschluss ist immer geworfener Fisch, damit sie noch so ein bisschen was für Nichtstun bekommen und Spaß haben. Und
Da hast du gesagt, würdest du gerne helfen? Ja. Also bitteschön, ich würde die Ärmel ein bisschen hochschieben, damit du nicht fischstinkig hier rauskommst. Denn Hering riecht schon sehr intensiv. Ja, dann hast Ärmel du die hoch. Einzelnen Stücke und wirfst die so, dass die auch ein bisschen schwimmen müssen. Also ruhig so quer durchs Becken. Los geht's. Ja, ist nicht so einfach, ne? Nee. Ich trainiere Weitwurf, Snorre und Hein Sprint. Wir sind ein super Team. Seht ihr das, wie schnell die sind? Das ist richtig krass. Echte Raubtiere eben. Sag mal, wie viele Tonnen im Jahr müsst ihr denn eigentlich kaufen und verfüttern? Das sind um die 60 Tonnen Hering pro Jahr. Oh. Und davon verfüttern wir das meiste halt im Sommer, wenn die Jungtiere zur Aufzucht mit dabei sind. Dann gehen halt auch so 4 bis 6 Tonnen in der Woche durch. Die müssen dann in 2-mal die Woche Lieferungen kommen, weil unsere Tiefkühlzelle gar nicht so groß ist, dass wir das, was wir für eine Woche brauchen, auf einmal unterbekommen könnten. Krass, 60 Tonnen ist so viel wie 15 Elefanten. Das ist so richtig schwer. Die Robben haben aber auch einen riesen Appetit, wenn sie hier in der Station ankommen. Viele von ihnen waren draußen ganz alleine, weil ihre Eltern Müll gefressen oder sich darin verheddert haben. Es ist so heftig, bis zu 142 Millionen Tonnen Müll sollen sich mittlerweile in den Meeren befinden. Für uns steht fest, der Müll muss weg. Denn jedes aufgesammelte Teil zählt. Ha! Ich hab dich! Nein, ich hab dich. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir hier am Fluss sind. Das ist so, weil wenn der Müll in den Fluss gerät, gelangt er auch wahrscheinlich ins Meer. Und es wird dann sehr gefährlich für die Robben. Okay, und jetzt los geht's! Es ist echt schlimm, was Leute einfach so in die Gegend werfen. Becher, Dosen und andere Verpackungen. Ach Leute, es wäre doch einfach viel einfacher, wenn man es gar nicht hinwerfen würde. Definitiv. Warum geht man nicht einfach zum Mülleimer? Oder nimmt zum Beispiel einen Mehrwegbecher? Ich raff's nicht. Da ist noch was. Ich bin Erster. Macht übrigens sogar ein bisschen Spaß, das Müllsammeln. Ach, und noch ein Tipp. Bitte macht es niemals mit bloßen Händen, sondern nehmt immer Handschuhe oder Zangen. Und wenn ihr das nicht habt, fragt einfach bei der Müllabfuhr nach. Die leihen euch das nämlich. Wichtig ist auch, wenn ihr mit einer ganz großen Gruppe Müll sammeln geht, müsst ihr bei der Stadtverwaltung Bescheid sagen. Macht das doch zum Beispiel mal mit eurer Klasse. Wenn ihr Sachen findet, die wirklich noch größer sind, dann macht ein Foto und schickt es der Müllabfuhr. Die holen es dann auch ab. Oh, und wusstet ihr, dass so eine Dose ungefähr 200 Jahre braucht, um im Meer zu verrotten? Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Boah, das ist schon echt hart, Leute. Wir haben sowas innerhalb von einer halben Stunde gesammelt. Also ich würde sagen, das lohnt sich schon echt sehr. Ja, und am besten sagt ihr auch noch eurer Klasse oder Verwandten Bescheid, mitzuhelfen. Weil je mehr Leute, desto besser und desto mehr könnt ihr für die Robben tun. Diese beiden Seehunde leben schon ein paar Wochen in der Station und sind richtig gut im Futter. Deshalb sollen sie so langsam zurück ins Wattenmeer. Hope und Annie müssen aber erstmal auf die Waage. Sie gucken ein bisschen ratlos, die beiden. Woher sollen sie auch wissen, dass heute ein wichtiger Tag ist? Verena und ich sind auch gespannt. Wir dürfen nämlich beim Wiegen helfen. Warum muss der denn jetzt gewogen werden? Wir müssen ja gucken, ob er auch wirklich schwer genug ist, um ausgewildert zu werden. Moment mal, Kiste auf Waage? Hä? Das ist doch falsch, weil ihr wiegt den doch mit der Kiste. Ja, dafür steht auf jeder Kiste ein Gewicht drauf. Und die wird vorher einmal draufgestellt, die Waage auf 0. Das ist wie bei einer Kuchenwaage beim Backen, kennt ihr ja vielleicht auch. Und damit können wir jetzt direkt ablesen, was du eintragen darfst. Und damit haben wir stolze 30,1 Kilo, die du in deine Liste hier eintragen kannst. Für Hope. Machen wir doch glatt. Weiter geht's mit Annie. Sie ist etwas schlanker als Hope. Das ist ja deutlich weniger als die davor. Ja, aber 25 ist das Mindestgewicht, was sie haben müssen, um rauszugehen. Und von daher ist auch das völlig okay. Mega aufregend. Für Annie und Hope geht es jetzt in die Freiheit.
nach ca. 10 Wochen in der Seehundstation. Heute ist ja der große Tag für die beiden Seehunde. Aber Tanja, wo fahren wir denn hin? Wir fahren hier ganz in die Nähe, damit das eine kurze Tour für die Tiere ist, in die Meldorfer Bucht. Da in dem Bereich sind auch ansonsten sehr viele Seehunde. Da ist ein Liegeplatz, wo regelmäßig andere Tiere anzutreffen sind. Und da haben sie dann die Chance, direkt auf Artgenossen zu treffen. Zur Orientierung am Anfang ist das super, obwohl Seehunde als Einzelgänger eigentlich am liebsten allein unterwegs sind. Hoffentlich finden sie sich im großen, weiten Meer zurecht. So Leute, die Seehunde waren jetzt 2 bis 3 Monate in Tanjas Station. Und Tanja hat wirklich so doll dafür gekämpft, dass sie jetzt in die Freiheit können. Jetzt ist der Moment gekommen und es ist so ein toller Moment für mich. Anni ist zuerst dran und muss erst mal gucken, wo sie hier gelandet ist. Sieht alles anders aus als in der Seehundstation. Ob sie ahnt, dass sie schon bald ganz alleine Fisch fangen wird? Hilfe gibt es jetzt nicht mehr. Und das ist ja auch gut so. Anni ist jetzt dort, wo man sie vor ein paar Wochen ohne Mutter gefunden hat. Aber Tanja, überleben die überhaupt, wenn die mit der Hand aufgezogen wurden? Das Fischefangen ist ein Instinkt, das zeigt die Mutter ihnen auch nicht. Und von den Gewichten her haben sie die gleichen Voraussetzungen, die die anderen Tiere eben auch am Ende der Säugezeit haben. Von daher haben sie gute Voraussetzungen und den Rest müssen sie jetzt alleine regeln. Wir wünschen denen halt alles Gute. So, bitteschön. Genau, das ist die richtige Richtung. Oh, da kommt der. Jetzt ist Hope an der Reihe. Und die ist ein bisschen hektischer als Anni. Ja. Jetzt hat er unsere GoPro umgeschmissen. Guck mal, er taucht noch mal auf. Ich seh's. Ich hoffe so doll, dass Anni und Hope ihr Leben in der Freiheit genießen können. Und dass sie sich nicht wie ihre Eltern in Tüten oder Netzen verheddern oder Plastik fressen. Wenn wir alle ein bisschen darauf achten, weniger Müll zu produzieren, könnte das klappen. Wir wollen den Robben eine Freude machen und packen unsere Bastelfähigkeiten aus. Oh Gott, das ist alles weggeflogen. Nein, oh mein Gott, ich darf nicht drauf getreten. Okay. Wir übertragen die Form auf das Sperrholz und ihr ahnt vielleicht schon, was das mal wird. Ähnliche Symbole habt ihr ja heute vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr gut aufgepasst habt. Wir zeichnen weiter. So, jetzt müssen wir nur noch aussägen und damit das Brett nicht dauernd verrutscht, nutzen wir jetzt diese Zwinge. So, dann machen wir das mal fest hier. Sägen kann ich voll gut. Darin hätte ich in der Schule eine 1. Ihr seht schon, es wird jetzt etwas länger dauern. Damit ihr nicht so lange warten müsst, machen wir es einmal mal. In der Zwischenzeit haben wir jetzt mal 6 Formen ausgesägt und die malen wir jetzt allesamt rot an. So, jetzt kommen die professionellen Malskills. Ich male voll gerne, deshalb lasse ich da Tyler auch nicht dran. Der darf zugucken. So Leute, das dauert wieder Ewigkeiten. Ihr kennt das ja schon. So sieht das jetzt aus. Und jetzt machen wir nur noch solche Saugnäpfe rein. Und dann geht's ab in die Robbenstation. Tja, Leute. Und damit steht auch fest, Antwort C ist richtig. Nämlich die rote Blume. So sehen alle fertigen Symbole aus. Aber sag mal, wozu haben wir denn das alles jetzt gebaut? Die Symbole habt ihr ja vorhin im Training schon kennengelernt und nun wollen wir gucken, ob sie das auch unter Wasser können. Und da habt ihr bestimmt auch einen Kreis dabei. Ja. Yeah. Das ist der von Nemi, von der Kegelrobbe. Die hat das schon ein bisschen geübt. Wir wollen mal gucken, ob sie das auch umsetzen kann. Dann könnt ihr den anbauen und wir sehen, ob sie kommt. Wir befestigen den Kreis für Nemi. Das ist das Symbol, auf das sie an Land reagiert. Die rote Blume kennt sie nicht und deshalb soll sie die auch nicht anschwimmen. Und jetzt ist sie geschickt und soll an ihr Target kommen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sie es findet. Das ist richtig spannend. Nemi zögert noch. Ihr Target, den Kreis, hat sie noch nicht gesehen. Das Kreuz sagt ihr nichts. Wir sind gespannt. Erkennt sie den Kreis? Ja! Würde ich mal sagen. Das Tierschutzteam hat's gerockt.